Hallo, hallo und willkommen zu meinem neuen Projekt Battlefield 3. Ich starte mal mit euch. Blablab, so gespannt, dass ich schon. Ja, eine Anfangsschwierigkeit, weil ich finde das System, was die jetzt eingebracht haben, ist total kacke, weil sie es genau wie Battlefield Heroes gemacht haben, eigentlich nur über den Browser zu spielen. Weil das Spiel kannst du so nicht. Ich habe zwei CDs gehabt. Ich dachte, ich muss es installieren. Es ist zwar gut, ich muss es jetzt ohne CD spielen. Aber hallo, ich muss den komischen Origin, ist das glaube ich, runterladen. Dann den Seriencode eingeben. Dann wird es installiert. Ich brauche aber zum Installieren die beiden CDs, obwohl er irgendetwas downgeloadet hat. Dann werde ich einfach nicht so verbunden mit dem Spiel. Ich kann es nicht so aufrufen, sondern ich gehe auf diese komische Seite, die sie extra für die ganzen Gamer. Gut, die ist mehr für den Multiplayer und sowas alles. Das werde ich auch später im Nachhinein noch mehr spielen und euch vielleicht mal zeigen, so ein paar Ausschnitte. Aber ich finde, was ist das denn jetzt gemacht? Du musst ja erstmal, um das Spiel zu starten, ein anderes Programm zu starten, dann dich einloggen auf die Website und dann von dieser Website aus startest du dann Battlefield 3, entweder eine Kampagne, im Coop oder ein schnelles Spiel. Und dann bin ich in diesem Bildschirm und kann endlich mal starten. Super, oder? Was ich aber auch noch erwähnen muss, wenn jetzt im Anfang die so EA präsentiert und sowas, muss ich dieses leider rausschneiden, weil aus rechtlichen Gründen, wenn sie mich dann verfolgen, hahaha, nein, die werden dann vielleicht versuchen, mein Video zu sperren, auch wenn ich es legal gekauft habe, dann werde ich vielleicht die Szene mal kurz pausieren. Aber mal sehen. Kann ja sein, dass sie mich jetzt schon verklagen, weil hier Mission Semper Fidelis ist und die Rechte für diesen Namen haben. Ich weiß nicht. Ich habe die Beta leider nicht gespielt, obwohl ich bisher zu jedem Battlefield eigentlich die Beta gespielt habe, also sozusagen zu zwei, Bad Company 2. Aber hier muss ich sagen, bin ich richtig so ins kalte Wasser geschmissen. Das Einzige, was ich weiß, ich habe den Gameplay gesehen und es ist atemberaubend. Ich bin eh mehr der Battlefield-Fan als der Modern Warfare-Fan, aber ich denke, der eine mag das mehr, der andere das. Also ich mag mehr die offenen Kämpfe mit Panzern herumfahren und sowas alles und dafür bin ich halt für Battlefield 3 mehr begeistert. Dafür sagen wir, die in kleineren Squads 8 und 8 spielen oder so, ist klar, Modern Warfare mehr das für die als ein 64-64 Battle in Battlefield 3. Deshalb, ich habe mir jetzt einfach gesagt, für mich ist Battlefield, ich habe Call of Duty gezockt, Modern Warfare 1, 2 und World at War und es ist nichts für mich. Persönlich, ich mag es nicht. Wer es mag, kauft es euch, habt Spaß damit. Ich sag jetzt nicht, ihr seid scheiße, weil ihr euch das kauft und nicht Battlefield, sondern ich sag, für mich ist Battlefield besser. Ich hoffe, jeder respektiert dadurch meine Meinung und wird jetzt nicht die ganze Zeit hier Daumen runter geben, weil sie das Modern Warfare Fans sind und sagen, guck mal, in Modern Warfare ist das viel besser, die Grafik ist noch besser. Und das lädt ja, außer, ja, wenn die eine echte schwierig spielen und die Zielhilfe ausschalten, ja, okay, sozusagen ohne Fahnenkreuz. Oh, habe ich das Fahnenkreuz an? Na gut, das ist blöd. Normalerweise ziele ich eh über Kimmer und Korn. Wie man das auch beim Bund gelernt hat, da hast du auch nicht ein Fahnenkreuz auf deiner Brille. Boah, die Ladezeiten, ey. Boah. Ja gut, ich weiß auch nicht. Ich denke, dann werden im Level, glaube ich, fast gar keine Ladezonen, Ladezeiten sein. Und, ja. Oh, er startet. Nein, es speichert oben und unten rechts ist es Laden. So, dann genießt mal das Intro. Jop, Electronic Arts. Ich lasse das jetzt drin und schreibe eine Bemerkung einfach, dass sie die Copyrights dazu haben. Ich hoffe, die werden dann mein Video nicht sperren, deshalb. Oder ich, dass ich dann eine Warnung bekomme, dass ich keine 5 länger als 15 Minuten Fahrt aufnehmen kann. Oh, jetzt geht's schon direkt los. Oh mein Gott. Linke Maus, das ist zu schießen, nachladen, okay. Erledigt, ja. Oh. Hat der? Ah, super, ich bin schon so wie bei Rage. E-Klicken, hatte da was? Nein. Echte Steuerung zu drücken. Oh Mann, ey, die Grafik sieht ja abgenommen aus. Kann ich durch Glas schießen? Kann ich!
Oh nein, da hat jemand mit einem mit einer Schrotflinte, hallo? Mit einer Schrotflinte die Tür blockiert. Danke für die Schrotflinte. Ist hier wer auf dem Klo? Nein. Oh mein Gott, die Grafik sieht ja atemberaubend hier aus, ey. Es tut mir leid, die Grafik ist geil. Könnt ihr Modern Warfare Typen sagen, was ihr wollt, aber für mich ist das geil. Auch wenn Modern Warfare bestimmt die gleiche Grafik hat. Aber ich hoffe, man kann jetzt hier noch mehr kaputt machen. Oh, Blut. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Jetzt? Raus oder wie? Wo? Nee, hoch geht's nicht. Nach vorne? Ah, bestimmt nach vorne. Wow. Wow, 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 wow. Was muss ich machen? Ah, linke Maustaste klicken bestimmt. Ey, jetzt habe ich keine Shotgun mehr. Jetzt habe ich mir die Shotgun geholt. Super. Oh. Leertaste. Oh, 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 oh. Sogar mit Action-Events hier. Und jetzt? Leertaste? Oh, schnell Leertaste drücken. Schnell, 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 schnell. Ja, was ist ein Claymore da an der Seite? Nee. Komm, ich duck mich lieber. Wow. Schnell ducken. Mein Gott, das ist ja... Oh, Action pur bisher. Komm. Rein. Wow, wo ist deine hingeflogen? Habe ich ihn ins Bein geschossen und er ist hochgeflogen? Ja, okay, gut, da ist nichts mehr. Reicht mal nach. Wow, 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 wow. Okay, an alle die Infos, ich zock die Uncut-Version. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland auch Uncut ist. Persönlich mir auch egal, weil ich hab sie. Dann finde ich das lustig. Da vorne ist noch die, glaube ich, ja, Peggy ist die... Oh, wow, entschärfen. Geht zum Öffnen. Da. Wer ist das? Ist die allein, Mann. Hä? Ja. Außerdem bin ich nicht ausgebrochen oder so? Weil ich hatte doch, glaube ich, Handschellen oder so. Vielleicht ist das auch nur die Vorgeschichte gewesen. Halte bei geworfenen Granaten nach dem roten Symbol.